Ja, herzlich willkommen in der Fußballzeitreise in Bad Taberz. So sieht es bei mir normalerweise nicht aus in der Ausstellung, aber ich habe heute hohen Besuch. Und zwar ist 11 Freunde bei mir zu Gast hier in Bad Taberz. Wir haben ganz viele Besonderheiten und unter anderem dieses Trikot. Das hat letztmalig Manfred Kaiser 1965 getragen und er hat bei SC Wismut Karl-Marx-Stadt gespielt. Das ist das heutige Wismut Aue. Ja, und was ich auf gar keinen Fall verheimliche, ich bin nicht nur Fan vom FC Rot-Weiß Erfurt, sondern auch vom Hamburger Sportverein. Und wir haben was ganz Besonderes. Wir haben die erste Meisterschaftsmedaille vom Hamburger Sportverein bei uns in der Ausstellung und die ist von 1923. Wer uns besuchen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr ist die Ausstellung hier in Bad Taberz geöffnet, in der Lindenstraße 28. Und wer etwas auf Tradition und sich für Fußballgeschichte hält, der möchte uns doch gerne mal hier besuchen in der Fußballzeitreise. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen.